Die Veranstalter des großen Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken haben einen vollständigen Einlassstopp erlassen. Sie teilten am Morgen mit, aufgrund der Wetterbedingungen sei die maximale Besucherkapazität erreicht. Seit Tagen regnet es auf dem Festivalgelände rund um Wacken. Der Boden hat sich in Schlamm verwandelt. Gestern durfte deshalb schon niemand mehr mit dem Auto anreisen. Eigentlich waren bis zum Start heute bis zu 85.000 Metal-Fans erwartet worden. Die Wetteraussichten. Von Westen her breitet sich Regen aus, mit einzelnen Gewittern später Unwetter möglich. Im Osten ist es zunächst noch aufgelockert, 18 bis 26 Grad.